Fragen wir einfach nochmal die umliegenden Leute. Die sich hier auf den Straßen befinden und dann müssen wir mal gucken. Was? Ah, irgendwas geht da als seltsames vor sich, sagt sie. Den hat er nicht gesehen. Der hatte bloß Zeit für sein Essen. Auch nicht. Moment mal, eure Gesichter. Ach, vergiss es. Verdammt, ich habe mich bemerkbar gemacht. Ist nicht gut. Shit. Er ist vorbeigekommen, aber wo ist er denn hin? Das ist ja gerade genau das, was ich suche. Er ist dort lang gelaufen. Ja, wo denn? Da, da oder da? Habt ihr den gesehen? Nee, ihr nicht. Sie hat einen gesehen, aber wo ist der hin? Immer noch ein paar Leute. Also hier kann er nicht sein. Dann kann er ja nur... Kann er nur hier lang gekommen sein. Was sagt der Soldat nochmal? Ach, der sagt wieder nichts. Ich probiere es jetzt einfach nochmal auf der Plattform, vielleicht, weiß ich nicht. Müsste ich erstmal das kleine Mädchen anreden. Aber irgendwie kommt mir das Spanisch vor. Nö. Hier ist aber auch keiner. Oh, Leute. Ist da lang entrennt. Entrennt. Gerannt. Das heißt, hier rechts kann er auch nicht sein, weil hier oben ist er nicht. Da kann er ja nur links rum sein. Und dann nach oben. Da ist er doch. Man. Da habt ihr mich also eingeholt. Van, sag die Wahrheit. Warst du es? Was hast du Kanata angetan? Ich hatte keine Wahl. Es war der einzige Weg, das verlorene Grazia zurückzuholen. Du warst es also. Ist das der wahre Grund, warum du Kanata angegriffen hast? Ja. Ich verstehe nicht. Wie willst du zurückholen, was verloren ist, wenn nicht mal Kanata es konnte? Jedenfalls warst du bereit, deine Gefährten zu verraten und sogar Kanata zu töten, um dein Königreich zurückzubekommen? Glaubst du wirklich, die Menschen in deinem Land wären darüber froh? Wenn ihr wollt, verspreche ich euch mein Leben als Buße. Aber im Moment habe ich was zu erledigen, steht mir nicht im Weg. Wir können dich nicht gehen lassen, du musst mit uns kommen.
Stimmt, immerhin ist Kanata noch. Oh nee, nicht der schon wieder. Habe ich euch gefunden. Den Abschaum, der es wagte, das Imperium zu verraten. Herr Großkatz von Grinneral. Oho, meine Patrouille hat von verdächtigen Vorgängen berichtet. Und da seid ihr. Hätte nie gedacht, dass ihr so dumm wärt, zurückzukehren. Direkt in meine Arme. Das nenne ich mal mieses Timing. Also dann, Verräter, seid ihr alle verhaftet. Bitte, lasst uns einfach in Ruhe. Seid nicht albern, glaubst du, die Gelegenheit lasse ich verstreichen? Schurken wie du rauben der Welt die Hoffnung. Aber ich werde deinesgleichen bis zu meinem letzten Atemzug bekämpfen. Welche Ironie. Und das von schäbigen Verrätern und einem sprechenden Monstrum. Dann kämpfe gegen mich. Schade, ich habe einen Schrei erwartet. Aber ich werde dir keinerlei Gnade gewähren. Wie könnt ihr es wagen, ihr üblen Verräter? Schnappt sie, das Kopfgeld wird für alle reichen. Aber bitte ohne Wellen. Ja, geil. Euch mache ich kalt. In einem Zug. Hoffe ich zumindest. Boah, sieht gut aus. Nice. Wir sind so richtig stark. Gut, Funk hätte ich jetzt vielleicht nicht machen brauchen. Aber hey, kein Lebenspunkt verloren. Level erhöht. Hey. Diese Demütigung vergesse ich nie. Ihr werdet die Hauptstadt nicht lebend verlassen. Komm, hau ab. Wo ist Van? Mist, natürlich ist er weggelaufen. Ah, es musste auch der General gerade jetzt aufkreuzen. Ich habe Van geortet. Er steigt sehr schnell nach oben, wohl in einem Fahrstuhl. Gibt es hier irgendwo einen Fahrstuhl? Eine Aussichtsplattform vielleicht? Das muss es sein. Im Südosten der Stadt gibt es eine. Nichts wie ein. Was will Van überhaupt auf einer Aussichtsplattform? Fliegen? Völlig egal. Wir packen ihn und schütteln es aus ihm heraus. Geil. Los geht's. Jetzt geh ich schon zum dritten Mal auf diese Aussichtsplattform, ne? Hallo? Ihr liegt im Wehe. Leute, ich sehe jetzt erst, dass ich meine Wolkensuits gar nicht aktivieren kann. Das ist doof. Ubaro, ich hätte da eine Frage. Du sagtest, Kanata wäre nicht endgültig tot, oder? Ja, sein Bewusstsein ist noch am Leben und haftet an seinem Körper. Warum wacht er also nicht auf? Es wäre möglich, dass Van Kanatas Erinnerung gestört hat. Du hast doch schon verlorene Menschen gesehen, oder? Das liegt daran, dass auch ihre Gene Erinnerungen speichern. Kanatas Erinnerungen sind vorerst nur instabil und sein Geist geschwächt. Aber schlimmstenfalls könnte er wirklich verloren gehen. Verloren? Oh nein. Seine Erinnerungen gestört? Aber zu welchem Zweck? Ich hoffe, dass wir Kanata retten können, wenn wir das erfahren. Und wir können es nur erfahren, indem wir Van fragen. Schmeißt nur einfach von der Plattform. Ist ja so einfach. Mann, ey. Wer bist du denn? Hä, der Vater? Vater, ich habe Kanata mit der Bitwaffe ausgeschaltet. König Goff. Gut. Jetzt kann ich in die Welt zurückkehren. Zurückkehren? Kanata ist der einzige in der Welt mit einer Verbindung zum Mond.
Die letzte Schöpfung des Mondes, der einzige wahrhaft Lebende. Vater, was redest du denn da? Gäbe es Kanata nicht, wäre ich noch Teil des Mondes. Aber mit seinen Erinnerungen kann ich erneut in diese Welt zurückkehren. Ich werde wohl nicht alles kontrollieren können, aber es wird reichen. Diesen Erfolg verdanke ich dir. Die Zeit ist gekommen. Du bist nicht mein Vater. Wer bist du? Mein Name ist Chrom. Genauer gesagt, ich bin, was einst Chrom war. Aber Namen sind Schall und Rauch. Chrom? Du hast deine Rolle gut gespielt, aber du wirst nicht länger gebraucht. Du nahmst die Gestalt meines Vaters an, um mich zu täuschen? Es war keine Täuschung. Die Welt wird neu geboren werden, eine Welt, um mir zu dienen. Du. Ich werde euch nicht das Leben nehmen. Ihr seid die Letzten. Ihr Abkömmlinge der Menschen habt eine letzte Aufgabe, das Ende der Welt zu bezeugen. Oh, das ist nicht gut. Das kommt wahrscheinlich gleich nochmal ein Bosskampf, auf den ich eigentlich gerne verzichten wollen würde. Nein! Ich wollte bloß die Typen ansprechen, Mann ey. Gott sei Dank kann man das vorspulen. Da oben liegt er. Van! Wach auf, Van! Was ist denn mit dir passiert? Ich habe etwas getan, das ich nie wieder ungeschehen machen kann. Van! Du hast noch eine Rolle zu spielen. Bitte hilf uns! Kanata steht am Rande des Abgrunds. Rette ihn! Es ist unmöglich. Ich frage dich noch einmal, was genau ist passiert? Ich sah meinen Vater, aber es war nicht mein Vater. Ich weiß nicht, wer oder was es wirklich war. Er nannte sich Chrom. Dieser Chrom hat sich als sein Vater ausgegeben? Ja, Vater. Ich meine, Chrom befahl mir, etwas zu tun. Er sagte, unser Königreich könnte wegen Kanata nicht zurückgeholt werden. Er gab mir diese Bittwaffe und sagte, ich solle Kanata damit töten. Wie konntest du nur? Ohne Kanatas Macht können wir die Welt niemals retten. Du hast es doch mit eigenen Augen gesehen, oder nicht? Als ich Kanata, den ich töten sollte, zum ersten Mal begegnet bin, zögerte ich etwas. Dann sah ich, wie er Verlorenes zurückholte und schöpfte Hoffnung. Ich dachte, Kanata könnte mein Königreich retten, ohne dass ein Opfer nötig wäre. Ich dachte, solange er im Leben wäre, gäbe es noch Hoffnung. Darum habe ich euch nach Grazia geführt. Aber am Ende konnte er es nicht. Und in deiner Verzweiflung hast du dem Befehl von Chrom Folge geleistet, den du für deinen Vater hieltst. Ich gebe alles, um das ungeschehen zu machen, sogar mein eigenes Leben. Also war es deine Bittwaffe, die Kanata ausgeschalten hat? Van, ich habe keine Zeit, dich zu bemitleiden. Wenn du es wieder gut machen willst, dann rette Kanatas Leben. Van, Kanata ist noch nicht endgültig tot. Im Ernst? Hilf uns einfach! Ich bin sicher, dass dieser Chrom Kanatas Geist schwächt, und zwar mit Hilfe dieser Bittwaffe. Die Frage ist, wie stellen wir ihn wieder her? Ist das überhaupt möglich? Vielleicht kann uns der Kaiser mit seinen mentalen Kräften weiterhelfen. Der Kaiser würde selbst des Verrats Beschuldigte wie uns anhören. Als Kommandant stand ich ihm näher als alle anderen.
Das kann ich garantieren. Mentale Kräfte, die Fähigkeiten des Kaisers sind wahrlich wunderbar. Aber wäre es nicht zu gefährlich, uns im Palast zu zeigen? Immerhin ist auf jeden von uns ein Kopfgeld ausgesetzt. Ich habe eine Idee. Verfügt der Palast über eine Art Fluchtweg für Notfälle? Der unterirdische Korridor. Er verbindet die Kaserne mit dem Palast. Dann können wir doch mit deiner Hilfe den Palast sicher erreichen. Beeilen wir uns, Leute. Los geht's. Du kommst auch mit, Van. Gut, ich hab's verstanden. Dann schließt sich der Gruppe an. Kann er gerne machen, aber ich schwör erstmal so weiter. Das macht richtig Spaß. Ach, doch, kein Kampf. Ach, nochmal den Schweiß von der Stirn wischen. Hoch vorspulen. So, das heißt, wir müssen zur Kaserne. Und das heißt wiederum, wir müssen aus der Stadt wieder raus. Leviosa. So, wir speichern aber hier. Und werden jetzt an dieser Stelle Schluss machen. Zeit ist nämlich schon wieder rum. Mehr oder weniger. Glaube ich zumindest. Sollte so sein. Gut, dann, ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Lost Sphere wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.